Staubsaugroboter, Fensterputzroboter, Rasenmäherroboter. Ich habe mir jetzt im Internet einen Teeroboter bestellt und meine Odyssee seht ihr heute bei Leckerwissen. Bleibt natürlich die Frage, wie ich unserem Simbot sagen kann, was er zu tun hat. Koch mir einen Tee. Ah, das hat ja nicht so gut geklappt. Naja, versuchen wir es nochmal. Koch mir eine Tasse Tee. Mit so allgemeinen Schritten komme ich hier nicht weiter. Ich muss dem Roboter wahrscheinlich in ganz kleinen Einzelschritten sagen, was er zu tun hat. Ah, das war ganz schön knapp. Ich muss unserem Simbot natürlich auch noch sagen, wann er aufhören muss und wann er seine Arbeit erfolgreich erledigt hat. Wie wir in unserem kleinen Beispiel gesehen haben, muss der Eduard in vielen kleinen, wohldefinierten Einzelschritten den Roboter mitteilen, was er überhaupt tun soll. Und genau das nennen wir Algorithmus. Ein Algorithmus ist also eine Arbeitsanleitung mit eindeutigen, wohldefinierten Einzelschritten zur Lösung eines Problems. Und damit der Roboter überhaupt weiß, wann er fertig ist, brauchen wir eine Endbedingung. Bei dieser Endbedingung vergleicht die Maschine oder unser Roboter einen gewünschten Endzustand, also das, was wir von ihm wollen, mit dem erreichten Endzustand, also das, was er jetzt gemacht hat. Und wenn diese beiden Zustände identisch sind, ja, dann ist alles gut, er ist mit der Arbeit fertig und hat unsere Aufgabe erfolgreich gelöst. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist denn Algorithmus überhaupt so wichtig? Ja, und diese Frage ist gar nicht so ohne, denn in unserer heutigen digitalisierten Welt gibt es immer mehr Computer, Programme, Apps, Maschinen, automatisierte Arbeitsabläufe und hinter den ganzen Dingen steckt immer ein oder mehrere Algorithmen. Zum Beispiel beim Navigationsgerät, das uns ja irgendwie von A nach B bringt. Und das auf verschiedenen Wegen, entweder auf dem schnellsten Weg oder auf dem kürzesten Weg, je nach Verkehrslage. Das sind alles verschiedene Algorithmen. Oder in der Medizin werden die auch benutzt, zum Beispiel beim MRT, wo aus diesen ganzen Aufnahmen ein dreidimensionales Bild vom menschlichen Körper gebaut wird. Aber Algorithmen haben nicht nur Vorteile für die Menschheit, sondern die eine oder andere Sache kann man da auch hinterfragen. Zum Beispiel bei Suchmaschinen und Internetkaufhäusern sammeln die Algorithmen Nutzerdaten und personalisieren dann die Suchergebnisse für den jeweiligen Nutzer. Was bedeutet, dass man bestimmte Ergebnisse gar nicht mehr direkt angezeigt bekommt, es sei denn, man sucht spezifisch danach. Das ist so eine Art Filter, durch die man die Welt sieht. Oder zum Beispiel bei den Finanzen. Mittlerweile ist ein riesiger Prozentsatz der ganzen Finanzgeschäfte computergesteuert. Das nennt man dann High-Frequency-Trading, weil diese Geschäfte so schnell abgeschlossen werden, dass die kein Mensch abschließen könnte, sondern nur Maschinen schaffen das so schnell, die Aktien zu kaufen, wieder zu verkaufen und dann mitzuhalten. Und deswegen muss man diese ganze Sache auch ein bisschen kritisch betrachten. Die Algorithmen sind natürlich auch nur genauso schlau wie die Leute, die das programmiert haben. Und je komplexer die ganzen Aufgaben werden, umso undurchsichtiger wird natürlich die ganze Sache, die dahinter steht. Also, wie seht ihr das Ganze? Algorithmen haben ziemlich viele Vorteile und erleichtern uns das Leben. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Lasst uns ein paar Kommentare da, schreibt uns eure Gedanken in die Comments oder als Post. Ansonsten bis zur nächsten Folge von Leckerwissen! Woo!